Willkommen bei einer weiteren Folge für mein Let's Play Ultimate Team, Folge 61, und es steht ein weiteres Teambuilding an, beziehungsweise ich muss noch mal ganz kurz was nachschauen, ob ich es überhaupt schon durchführen kann, denn die Umfrage ist noch nicht vollständig zu Ende, aber es hat sich eigentlich schon ein klarer Sieger abgezeichnet und ich möchte einfach noch mal kurz nachschauen, ob das immer noch der Fall ist oder ob die Möglichkeit besteht. Ja, nee, es scheint schon recht eindeutig zu sein. Dann verzocke ich, oder ich zocke einfach mal und hoffe, dass es dann auch wirklich das Team wird, weil ansonsten zeichne ich hier gerade was umsonst auf, beziehungsweise, ja, dann muss ich das andere Team doch auch noch kaufen. Und es ist das Team, seht ihr unten in der Videobeschreibung, dass ich jetzt zusammen kaufen werde. Und ich werde es auch so erstmal zusammen kaufen und probieren. Ja, ich glaube, ich werde nicht mit 100.000 Münzen auskommen. Und wenn das nicht der Fall sein sollte, wenn ich jetzt hier nicht überragende Schnäppchen mache, werde ich von meinem ersten Account Geld nachschießen. Und der erste Spieler, den ich kaufen werde, oder den ich zumindest suchen werde, ist Marco Reus. Ich suche ihn als hängende Spitze, wie ihr seht, weil als ST würde er nochmal deutlich mehr kosten. Und daher suche ich jetzt erstmal nach MS und gegebenenfalls, wenn ich dann mal wieder ein paar mehr Münzen habe, kann ich ihn umwandeln. Gut, er geht so für 15.000, glaube ich. Ja, da habe ich hier Mario Götze. Das will ich nicht. Aber ich glaube, so um den Preis habe ich vorhin mal welche entdeckt. Scheiße. Vorhin habe ich ihn, glaube ich, für 15.000 mal gesehen. Okay, jetzt haben wir hier für 16.000 die günstigsten. 15.000 läuft in einer halben Stunde aus. Dann suchen wir jetzt auch nochmal, ob hier vielleicht hier demnächst einer günstiger ausläuft. Raus damit. Ah, das ist so schön umständlich. Die haben doch schon diverse Möglichkeiten gefunden, wie man so Zahlen modifizieren kann. Man könnte ja auch einfach die einzelnen Stellen hoch und runter stellen. Damit wäre man unter Umständen deutlich effizienter. Und so, Mario Götze, den möchte ich nicht. Für 13.000, das sieht doch mal gut aus. Auch mit 47 Verträgen, das ist ganz ordentlich. Und auch den packen wir mal auf die Liste. Götze, nein, danke. Den kaufe ich mir gleich als ZOM. Okay, das reicht dann auch erstmal. Und den müssen wir uns hier mal merken. In 4 Minuten. Ah ne, das ist Götze. Der hier. In 4 Minuten, aber auch in 4 Minuten, läuft ein Reus für 13.000 Anfangsgebot aus. Und das ist schon mal ein sehr guter Preis. Machen wir direkt weiter mit Mario Götze. Und als ZOM. Weiß ich jetzt gerade nicht. Ich habe vorhin mal kurz mal mir schon mal ein paar Preise angeschaut, aber niemanden gekauft. Da geht's wahrscheinlich. Boah. Weiß ich nicht, wie viel? 8.000? 9.000? Ah, ein bisschen mehr anscheinend, schon 10.000. So. 9.5 ist das günstigste. Hier, der hat deutlich mehr Verträge, ist auf jeden Fall schon mal deutlich interessanter. Und dann schauen wir auch nochmal hier, ob vielleicht nicht gleich einer günstiger auslaufen wird. Ja, das dauert. Das ist so geil. 9.5. Ansonsten vielleicht für 9.6 würde ich mir direkt kaufen, wenn ich jetzt nicht sehe, dass ich einen für 9.000 oder weniger bekommen kann. Zwischen seht ihr, ich habe mir auch das mit Dreieck sehr gut angewöhnt, direkt zu suchen. Das habe ich ja eine Zeit lang wirklich immer umständlich gemacht, weil ich einfach noch von den früheren Teilen so gewohnt war. Ich finde, boah, 67 Verträge hier. Oh, das ist natürlich, das könnte günstig werden. Gucken wir mal hier so, ob sonst noch einer gerade sehr günstig steht. 8,3, 8,5. Ansonsten kann man den natürlich einfach für 9,6 kaufen, weil er auch sehr viele Verträge hat, wie ich finde. Aber der hat natürlich nochmal mehr und ist gerade bei günstigerem Preis. Ich weiß nur nicht, ob ich wirklich jetzt noch eine halbe Stunde brauche, um das Team hier fertig zu machen. Ich werde mal abwarten. Und dann machen wir jetzt hier weiter mit dem nächsten Stürmer dann wieder. Und der spielt bei AC Milan und ist ein brasilianischer Stürmer, sehr beliebt in Ultimate Team, weil er einfach sehr dribbelstark ist und auch einen guten Pace-Wert hat. Und das ist natürlich Alexandre Pato. Ich glaube, ich habe das erste Mal von ihm gehört. Boah, wahrscheinlich FIFA 6 oder sowas oder FIFA 06, irgendwie sowas um den Dreh. Da habe ich den als Talent gekauft und der ist dann einer der besten Stürmer geworden. So, für 15.000 habe ich hier ganz gut getippt. Der hat ein bisschen Fitnessprobleme, aber ich stelle ihn mal kurz auf die Beobachtungsliste. Und auch hier, sorry, also ich finde keinen anderen Weg. Ich kann natürlich das ganze Teambuilding auch über die Web-App machen, dann geht es vielleicht ein bisschen schneller. Aber
ich finde es so eigentlich irgendwie authentischer. Ich arbeite auch nicht so häufig über die Web-App, weil ich auch allgemein natürlich nicht so viel kaufe. 14,5, schauen wir mal, ob hier gerade demnächst mal einer günstiger ausläuft. 13,5, auch viele Verträge, alles klar. Den notieren wir uns mal und den unter Umständen auch und den nicht. Na wobei, mal, es kann nicht schaden, sich das zu notieren. Und jetzt gehen wir mal, schauen wir mal, ob hier Reus ausläuft. Hier sehen wir noch Leute, die ich auf der Liste hatte von meinem Bundesliga-Zusammenkauf. Ich möchte die gerne entfernen. Sehr schön. Und hier, also, da werden wir gleich mal einfach bieten. Schauen wir mal, ob alles richtig ist. Also, wie gesagt, als Stürmer kaufe ich ihn jetzt erstmal nicht. Kommt trotzdem wahrscheinlich auf die 7-Chemie. Hat einfach sehr viele Verträge. Also, von daher ist das auf jeden Fall vom Preis her gut. Oder solide. Müssen wir noch 30 Sekunden warten. Und danach suchen wir weiter nach Robinho. Ich lese hier gerade noch mal ein bisschen was im Chat. Okay. So, jetzt noch hier 20 Sekunden. Bin mal gespannt, ob da sich jetzt jemand auch einschaltet und mitbieten möchte. Ich habe Reus noch nicht in Ultimate Team gespielt. Ich bin gespannt. Der wird auch bei Foothead in den Kommentaren sehr abgefeiert und ist sehr beliebt, weil er auch einfach schnell ist, dribbelstark und auch gut im Abschluss. Und er scheint, ich scheine hier ohne Probleme für 13.000 zu bekommen, finde ich jetzt eigentlich sehr, sehr gut. Also bin ich sehr zufrieden damit, den jetzt hier so bekommen zu haben. So, die Suche nach Robinho wird jetzt richtig scheiße, weil er eigentlich LS ist und dadurch wird er dann, er ist eigentlich LS. Ich kann ihn dann natürlich noch als LF suchen und dann auch noch als LM. Und das macht jetzt die Suche sehr schwer. Ich könnte aber auch theoretisch, wenn ich jetzt nach Stürmer suche, finde ich auch Pato, oder? Ja. Ah, ärgerlich. Ich finde jetzt gerade keinen besseren Weg. Gucken wir mal hier, was jetzt hier der günstigste Sofortkaufenpreis ist für ein 4-1-2-1-2 von Robinho. Gleich als LS. Ich glaube, er geht sowas im 4-1-2-1-2 um den Preis. Fangen wir mal mit LS an. Finden wir für den Preis nicht. Finden wir hier einen für LF. Auch nicht. LM dann hundertprozentig auch nicht. Ja. Gehen wir hier ein bisschen hoch. Nicht da. Hier. 18,5. Da finden wir einige. 17,25 oder 17 ist das günstigste. Beobachtungsliste. Schauen wir mal, ob hier sonst einer gerade günstig ausläuft von denen. Nicht wirklich. Gehen wir mal weiter nach LF. Ne, so rum. Finden wir keinen. Und LM dann wahrscheinlich auch keinen. Ne, gehen wir mal hier ein bisschen hoch. Eieiei. Ja, da muss man ein bisschen was drauflegen anscheinend, um ihn als LM zu bekommen. Gut, 17.000 ist das günstigste als LS. Da hat er nicht sonderlich viel Chemie. Jetzt gucken wir mal, ob hier einer vielleicht günstiger ausläuft. So. Da müssen wir natürlich jetzt, dann fangen wir wieder mit LS an. Das fände ich halt auch geil, wenn sie da mal eine Suchfunktion machen würden. Hier linker Flügel, danach suche ich Spieler. Dann könnte man das besser filtern. Okay, also, das ist auch der günstigste, der ausläuft bei 15.000 momentan. Hier andersrum natürlich wieder herrlich. Haben sie auch geil angeordnet, dass die Position eigentlich LS ist für mich eher ein Stürmer als LF, aber LS ist dann weiter hinten bei der Positionsauswahl. Okay, finde ich hier keinen. Gehen wir mal auf LM. So. Ja, er ist noch recht günstig unter Umständen. 88 Verträge, okay. 65, aber es gibt jetzt hier keinen, der richtig brutal günstig ausläuft. Nicht wirklich zufriedenstellend, das habe ich ja schon gemeint. Diese Suche nach Robinho ist halt echt nervig, weil man drei Positionen berücksichtigen muss. Und man so viel, ich weiß jetzt nicht, wie viel ich für die Konvertierung von LS nach LM bezahlen muss insgesamt. Das könnte teuer werden. Ich werde mir wahrscheinlich, ich kaufe mir einfach als LS. Und
Gehen wir auf die Beobachtungsliste. Dann läuft da jetzt einer günstig aus. LM habe ich eben gesehen. Okay, und dann... Ja, er läuft für 15.000 aus, aber er ist auch der günstigste Sofortkauf. Und deswegen kaufe ich ihn jetzt, weil ich Angst habe, dass er mir sonst weggeschnappt wird. Von jemandem, der dann bei 17.000 zuschlägt. So wie ich jetzt gerade. So, sie haben eine Trophäe verdient. Pressekonferenz, aha. Weil ich anscheinend 20 Spieler über Sofortkaufen gekauft habe oder irgendwie sowas. So, hier Pato. Da haben wir hier direkt einen dahinter, der bei 13.5 steht. Er bestellt bei 14.5, da verzichte ich drauf. Oder habe ich Pato schon gekauft? Nicht wirklich, oder? Ich habe jetzt bis jetzt nur Reus und Robinho jetzt gekauft, oder? Oder? Nee, also Pato habe ich noch nicht. Können wir auch schauen. Ich habe Reus 14.000 oder 13.000 und... Ich weiß es gerade nicht. Krass. Ich bin schon ein wenig verwirrt. Machen wir hier eine neue Mannschaft erstellen. Ich weiß, ich habe noch 3 Manageraufgaben zum Abschließen. Hier Vereinsball ändern kann ich mal machen. Erste Partie in einem Turnier bestreiten und das gegen das Team der Woche antreten. Das sind die letzten beiden Aufgaben, sind halt so Aufgaben, die mich null interessieren. Mir ist das bewusst, dass ich die mal irgendwann machen kann. Werde ich auch mal irgendwann machen. Hier, machen wir einfach mal schnell Hybrid als Namen. Und mal ein Team selbst aufbauen. Wieder in die falsche Richtung gegangen, wie beim letzten Mal. Sehr gut. Und dann schauen wir mal. Stürmer habe ich natürlich, habe ich noch keinen von denen gekauft. Dann MS. So. Und dann Robinho habe ich nicht als LM gekauft, sondern als LS. Der wird jetzt nicht so sonderlich viel Chemie auch haben, weil er, ja, nur 2 Stück, aber da kommt ja noch Pato hinzu, aber auch dann, weiß ich nicht, aber dann auch, also bei Foothead wird er ja mit 3 Chemie angezeigt, was natürlich katastrophal ist. Machen wir mal weiter in der Spielersuche und der Spielerakquirierung. Ist das das richtige, der richtige Ausdruck? Akquirierung oder Akquisise? Boah, ich bin mal besser ruhig. Läuft jetzt hier mal vielleicht einer aus noch? Gehen wir mal hier auf die Beobachtungsliste. Ich glaube Pato in 4 Minuten. Den können wir mal entfernen wieder. Weil er nur irritiert. Genauso wie auch diesen. Die habe ich 2000 Münzen günstiger bekommen. Das ist natürlich klasse. Und ja. Dann habe ich jetzt hier noch Pato für 13.5. Da werde ich wahrscheinlich gleich dann mitbieten. 70 Verträge ist auch gut. Dann machen wir schnell weiter mit dem nächsten Flügelspieler. Ne, das ist jetzt zu kompliziert für mich. Machen wir vielleicht mal einen einfachen Kauf. Nämlich mit Khedira. Oh, ich hätte es am besten zurücksetzen machen sollen, weil nämlich das dauert jetzt länger, als die anderen Sachen einzustellen. Khedira dürfte recht günstig zu bekommen sein. Soweit ich das gesehen habe, für 1.500 ist er auf jeden Fall schon mal drinne. Ja, also das geht auch noch günstiger. Sehr gut. Dann nehme den mit 1-1. Sehr schön. Hat auch gut geklappt. Und... Ha, dann... Machen wir mal weiter. Bleiben wir bei Real Madrid. Und machen wir den Linksverteidiger. Da weiß ich gar nicht, wie viel er kosten wird. Gerade keine Einschätzung. Den Preis habe ich noch nie nachgeschaut. Gehen wir mal ein bisschen hoch. Schauen wir allgemein, was es ungefähr geht. Okay, dann dürfte es wahrscheinlich so sich für dem Rahmen auslaufen. Ja. Oh, geht auch noch ein bisschen günstiger. Das ist wahrscheinlich schon zu günstig. Nee, 7,5. Jetzt weiß ich gerade nicht, wann der nächste beginnt. Ob das jetzt ein super Schnapper ist oder 7,9, ich schon mehrere finde. Okay, gucken wir nochmal nach den Verträgen. Nee, dann kaufen wir den für 7,5. Das geht doch super schnell und fix wird jetzt schon einer nach dem anderen dem Team hinzugefügt. Und jetzt schauen wir mal ganz kurz, wann Pato ausläuft. Ja, in 2 Minuten. Bin ich mal überlegen, ob ich dann nochmal schnell nach Pepe vorher suche. Machen wir nochmal schnell. Einfach mal schon mal so eine grobe Orientierung zu bekommen, für wie viel Pepe geht. Da können wir nämlich fast alles gleich lassen, müssen nur ein bisschen den Preis hochsetzen. Der wird schon recht teuer, glaube ich. Aber wir finden welche, das ist schon mal gut. Ah, Carvalho ist da auch im Weg. Das
Da habe ich auch letztes Mal schon gesagt, das geht mir immer auf den Sack, wenn dann sich die anderen dazwischen jubeln. Wir machen es einfach mal so. Machen wir ein bisschen hier runter und ein bisschen hier hoch. Das nervt immer. Cavallo weiß ich gerade nicht, wie viel er geht. Ich mache noch ein bisschen höher. So, ich hoffe, jetzt habe ich die größten Anteile an Cavallos rausgefiltert. 23,75, 23,5, 23,5. Ja, der hat mehr Verträge. Der hat natürlich auch deutlich mehr Verträge. Läuft aber auch bald aus. Ich gucke mal ganz kurz nach Pato, damit ich den nicht vergesse. Ja, habe ich auch noch Zeit. Den kann ich mal hier entfernen. Ansonsten bei Pato ist der auch noch danach, hat aber weniger Verträge. Und er auch noch. Also den werde ich, denke ich mal, für 14.000 bekommen können. Ihn wahrscheinlich jetzt nicht, weil er so viel Verträge hat. Götze dauert recht lange, bis der nächste ausläuft. Noch eine Minute. Schau mal, ob ich nicht noch schnell mal auch nach Pepe hier gefiltert bekomme, was einen normalen Höchstpreis betrifft. Ihr merkt es. Ich wollte jetzt hier nicht noch eine Minute drauf warten, bis der ausläuft. Ja, weg, weg, weg. Raus damit. Und jetzt ist natürlich ekelhaft, dass wieder die ganzen Cavallos mit dabei sind. Gehen wir hier mal dann auch auf 23 oder 22.000. Auf 27.000 auch. Eine Möglichkeit. So. Ich werde aber jetzt, glaube ich, nicht lange... Oh, sehr interessant. Jetzt muss ich mal ganz kurz... Jetzt muss ich mal nach Pato schauen, weil jetzt wird es, glaube ich, schon ein bisschen enger. Ja. Hat aber noch funktioniert. Bei 21.000 könnte man nur mal mitbieten, auf jeden Fall. Und hier bieten wir noch einmal auf jeden Fall. Und ansonsten werde ich wahrscheinlich auf den zurückgreifen. Wobei er hat natürlich wirklich deutlich weniger Verträge. Einmal geht noch, oder? Aufgrund der Verträge. Ich weiß, ich müsste mich mal informieren, wie viel gerade eine Vertragskarte kostet. Aber ich glaube, die Preise von Vertragskarten sind gerade abartig gestiegen. Jetzt habe ich gerade nochmal geboten, merke ich gerade. Wow. Da war ich aber jetzt gerade relativ schnell. Da habe ich gar nicht so groß drüber nachgedacht. Zweimal X und da war ich mit dabei. Jetzt habe ich gerade relativ viel, glaube ich, bezahlt für ihn. Bin ich irgendwie gerade... Ich glaube, das war es nicht mehr ganz wert. Scheiße. Ah, herrlich. Ist natürlich jetzt... Aber okay. Dann merke ich auch, dass es langsam ein bisschen enger wird von dem Budget her. Das war jetzt gerade ein richtig... Aber vielleicht unter Umständen. Also ich meine, das sind so zwei bis drei glänzende Vertragskarten. Und ich glaube, die gehen gerade schon für 800 oder sowas. Kann das sein? Ich probiere es mir gerade schön zu reden, den Kauf. Dann ist hier die Überlegung, auf wen ich hier spekuliere, mitzubekommen. Biet mir einmal hier so rein. Ah, einmal geht noch und ansonsten greifen wir mal auf den hier zurück. Aber das wissen natürlich die anderen auch, die jetzt hier gerade mitbieten, dass da auch gleich noch ein anderer PP auslaufen wird. Denke ich mal, wenn sie nicht ganz bescheuert sind. Eigentlich könnte ich nur einmal bieten auf jeden Fall. Und dann... Ach, guck mal hier, für 14,5, das wäre natürlich auch ein klasse Preis, aber das ist der Preis von Pato. Ja, den lasse ich jetzt mal auslaufen. Und dann hoffentlich die Option hier bei ihm besser ranzukommen. Der läuft jetzt hier aus für... Ah, der läuft immer noch die Auktion. Das ist natürlich scheiße. Weil dann scheint wohl der Preis... Aber das ist jetzt auch schon recht viel. Wenn hier gleich einer auch für 24.000 haben werden, der deutlich mehr Verträge hat. Also finde ich ein bisschen grenzwertig. Hätte ich jetzt gedacht, da kriegt man günstiger. Der Pato ist für 4,75 ausgelaufen, aber dafür hat meiner halt 66 Verträge mehr. Ah. Na? Könnte was werden. Schaut doch gut aus.
Haben wir den auch jetzt schon dabei. Jetzt habe ich nur noch 20.000 Münzen. Und ich muss ein bisschen was noch an Spielern kaufen, merke ich gerade. Das heißt, ich werde ein bisschen was nachschieben. Die werde ich jetzt mal gerade in den Team hinzufügen, um einen Überblick zu bekommen. Aber ich habe noch Piqué als teure Verpflichtung und Ben Arfa. Und Götze ist auch noch gar nicht so günstig. Machen wir mal einen Verein speichern. Ich meine, ich habe jetzt, glaube ich, ein bisschen Zeit. Den kann ich mal entfernen. Und auch den Robinho. Und auch den Pato hier. Und dann den Robinho noch. Dann haben wir die Beobachtung jetzt mal ein bisschen aufgeräumt. Und dann fügen wir mal die anderen in dem Team hinzu. Mannschaft. So, dann haben wir jetzt schon mal hier auch einen Stürmer mit Alexandro Pato, haben einen ZDM, haben auch schon einen Außenverteidiger, das sieht auch schon mal gut aus, und auch einen weiteren Innenverteidiger, es ist ja schon einiges zusammengekommen, aber ich glaube, das war's. Heute habe ich noch nicht, Piqué habe ich noch nicht, Debuchy, mir wurde geschrieben, Debuchy würde ausgesprochen, Ben Arfa und Götze, Ben Arfa könnte... Aber Ben Arfa ist gar nicht so teuer, super. Dann habe ich noch Götze für ungefähr 9.000, Ben Arfa für ein paar. Also ich denke, wenn ich so 20.000 jetzt hinterher schiebe, dürfte es reichen, oder? Dürfte reichen. Also ich denke, ich werde mal ganz kurz nochmal Debuchy und Lopez kaufen und Ben Arfa. Und dann werde ich nochmal wahrscheinlich was rüberschieben, wenn ich dann Piqué kaufen möchte. Machen wir es so. Machen wir hier komplett zurücksetzen. Dann fehlt mir noch der Teuter. Den kaufe ich jetzt mal. Diego Lopez. Ich habe gestern den Klassiko gesehen. Und der Moderator fand das sehr wichtig, das auch mal so auszusprechen. Diego Lopez. Der hat ja gewechselt von Sevilla zu Real Madrid jetzt, weil Iker Casillas sich ja verletzt hat. Und den weiß ich nicht, für wie viel den wir bekommen. Hier mal einen Preis ein. Ich hoffe, nachdem er gestern ganz vernünftig gespielt hat, wird er jetzt nicht so viel teurer sein. Aber da finde ich schon jene Menge. Und ich finde auch welche, die noch einen niedrigeren Sofortkaufpreis haben. Okay. 3-4. Ist eine Überlegung wert, ob wir den vielleicht über Bieten auch wiederholen. Weil ich glaube, ich habe da eben schon welche gesehen, die noch deutlich niedriger waren. Ja, genau, nämlich hier einen für 600 und einen für 1100. Das ist ja auch schon mal sehr gut. Den notieren wir auf jeden Fall mal. Und dann machen wir weiter mit Ben Arfa. Ich hasse es, die Flügelspieler zu kaufen, weil sie halt in so vielen verschiedenen Varianten auftreten können. Frankreich und Barclays, Newcastle United. Und keine Ahnung, wie viel er so gehen wird. Im 4-1-2-1 könnte ein bisschen mehr sein, als bei Foothead gerade steht. Finden wir schon mal nicht. Auch nicht. Da kommen die ersten. 6-9. So. Okay, 6-9, mal so ungefähr merken. Finden wir keinen. Und als RM. Auch keinen. Gehen wir mal hier so ein bisschen hoch mit dem Preis. 9-2. Also bei 9-1 kann ich mir schon vorstellen. Ich glaube, er ist normalerweise ein R. Ah, okay. Ich muss nur eine Konvertierung durchführen. Das heißt, ich kann aber schon irgendwie davon ausgehen, dass ich dafür 2000, glaube ich, bezahlen muss. Denke ich. Gucken wir mal ganz kurz nochmal. Ah. RF hatte ich irgendwie gesagt 7, ne? Ja, 7 bezahle ich dafür. Ist knapp. Gucken wir mal, ob einer vielleicht günstiger ausläuft. Nein. Oh, ich muss auch mal gerade, glaube ich, so ein bisschen.
Ich muss mal kurz einfach so suchen. Oh, weil irgendwie, glaube ich, weit Thiago Lopez in 4 Minuten oder sowas. Das dürfte wahrscheinlich noch jetzt noch hinhauen. Dann gehen wir mal auf 6-5 oder 6-6. Da finde ich keinen. Das ist natürlich interessant. Jetzt müssen wir aber einen finden. Ja. Okay, also gerade läuft keiner günstig aus. Thiago Lopez in 2 Minuten. Okay. Ich bin mal gespannt, ob ich hier hart geflamed werde, dass ich Thiago Lopez ausspreche und nicht Lopez. Aber zumindest hat das gestern der Kommentator von Laola 1 TV immer gemacht. Und er wird sich hier dabei irgendwas gedacht haben. Denke ich. Na, dann hat das ja nicht aus Juxendollerei, um sich vor Tausenden von Menschen zu blamieren. So wie ich das jetzt hier gerade anscheinend mache. Oder vielleicht mache. Oh, das ist natürlich interessant. Hier. Oh, ist natürlich auch nochmal interessant. Also das ist immer klasse, wenn die so bei 150 starten. Da hat man natürlich die Option, dass sie sehr viel günstiger werden. Und die habe ich auf jeden Fall mal im Auge. Und dann gucke ich noch kurz nach Debuchy, Rechtsverteidiger auch von Newcastle United. Ich glaube, der ist gewechselt und hat dann nochmal ein Upgrade bekommen oder irgendwie sowas. Und ich kann mir vorstellen, dass ich den jetzt gar nicht so günstig bekomme, obwohl er gar nicht so der Bombenaustenverteidiger ist. Mal gucken. Ah, gibt einige zur Auswahl, das ist schon mal schön. Das finde ich gut. Machen wir hier ein bisschen runter. 750, hat halt nur 480 Fitness. 450. mal kurz nach Lopez schauen. Mal wieder gesucht. Jetzt bleibt das Ganze hier hängen. So, Benafar wurde gekauft für 9-1, okay. Oh, der braucht auch noch hier. Gucken wir nochmal ganz kurz nach Debuchy. Wenn ich ein wenig den Preis erhöhe, ob ich dann einen finde, der mehr Verträge hat und vielleicht auch die Fitness besser ist. Aha. Das ist knapp mit dem Rechnen. Also er scheint hier für 750 ist das schon günstig. Jetzt gucken wir nochmal ganz kurz, wie es ausschaut beim Bieten. So, 900. Aha. Da haben wir nochmal hier einen, den wir hier so abgreifen können. Für 750 ist, denke ich, ein guter Preis. Läuft gleich auch aus. Gehen wir auf die Überraschungsliste. Okay, das ist ein anderer. Sehr schön. So, die müssen wir jetzt hier ein bisschen im Blick haben, die beiden. Diego Lopez. Wie viel wurde der gekauft? Für 3000, okay. Hier bieten wir mal nochmal mit. Jetzt haben wir hier direkt den Doppelpack. Sehr schön, habe ich noch. Ah, Junge, lass doch mal die Finger von ihm. Ja. Och, bitte. Also, er wurde für 3,4 gekauft und er hat mehr Verträge. Also, von daher kann ich da noch ein bisschen mitgehen. Und, ja. Hier ist es jetzt gerade grenzwertig. Einmal werde ich noch bieten. Oh, hier hätte ich noch mal ein bisschen früher schauen sollen. Einmal werde ich jetzt noch bieten. Meine Fresse. Ja, einmal werde ich jetzt noch bieten. Ich kann mir auch einmal den kaufen. Der hat halt weniger Fitness. Scheiße. So, jetzt. Komm her. Komm her zu Papa. Ja. Nice. Das sieht auch wieder gut aus. Dann gucken wir nochmal ganz kurz hier von wegen Debuchy. Wann mal wieder einer ausläuft für weniger. Ja. Also scheint mir nicht so das Problem zu sein, Debuchy auch für weniger zu bekommen. Nee, nicht weg. Warum haben die alles für 80 Fitness? Das kann doch kein Zufall sein. Bin ich gerade. Man hat doch standardmäßig, wenn man aus dem Pack kommt. Ist das ein Anzeigefehler oder bin ich gerade mir schugge? Wenn man aus dem Pack kommt, hat man 99 Fitness, oder? Warum haben die alle 80? Hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alle haben. Das ist ein Anzeigefehler. Kann mir doch keiner erzählen, dass die alle 80 Fitness haben. Komisch. Alle 80 Fitness und 59 Moral. Wurde der dupliziert oder was ist mit dem los? Sind alle recht zeitnah auch vom Ausgabedatum, aber daraus kann ich ja jetzt nichts folgern.
Ich bin verwirrt, wie ihr seht, oder bin irritiert. Den für 600 wäre natürlich super. Gucken wir mal ganz kurz, ob ich da irgendwas verpasse. Den können wir mal hier hinzufügen. Ich muss mal kurz überlegen. Den Verein speichern. Okay, das passt alles. Die können wir mal entfernen. Ja, dann werde ich auf den gleich bieten. Ben Arfa. Ist die Frage, wann bekomme ich es hin, mal mir Geld zu transferieren? Also Ben Arfa werde ich vielleicht für 7.000 bekommen und Götze auch nochmal für 9.000. Das heißt, ich komme jetzt gerade damit zurecht und dann fehlt mir noch eine Position, nämlich die Innenverteidigung. Und der kostet ungefähr, ja, ich glaube 20.000. Ich glaube, ich habe kurz Zeit, mal nachzuschauen, wie viel PK geht. Oh, da ist dann jetzt immer Puyol im Weg. Das nervt auch so sehr, nach denen zu schauen. Ich glaube, Puyol ist nochmal deutlich weniger. Ui, das ist ein bisschen hoch. Das ist ein bisschen hoch. Aber ich glaube, für den Preis können jetzt schon realistisch sein. So, ja. Alter, jetzt ist da Puyol immer im Weg. Da muss ich auch recht hoch gehen, weil Puyol ja auch wieder ein bisschen was kostet. Nervig. Nervig sowas. Sehr nervig. So, hoffentlich ist jetzt hier mal ein Piqué auch schon dabei. Nee, irgendwie keiner. Ich finde Piqué nicht für diesen Preis. Den können wir ein bisschen höher setzen dann. Und den auch müssen wir natürlich höher setzen. So. 27. 27. 27. 26. 26. Sehr irritierend mit Puyol. Oh, 25,5. Schade. Aber der ist auch... Ich hoffe, der wird jetzt nicht von irgendjemandem gekauft. Ist logisch, ne? Weil er gerade recht günstig ist. Aber ich kann es mir gerade eh nicht leisten. Deswegen kann ich jetzt gerade nichts machen. Und das ist auch so der günstigste, der gerade da steht. Ich denke, der wird vorher gekauft, bevor ich jetzt mein Geld transferiert habe. Gehen wir mal auf die Beobachtungsliste, weil es laufen ja gleich auch noch Spiele aus. Denke ich. Debuchy wurde gekauft. Da bieten wir einfach mal gerade so drauf. Ben Arfa in 5 Minuten. Dann suchen wir nochmal schnell, ob Götze jetzt noch vielleicht sofort kaufenmäßig sich was getan hat. Und dann werde ich mal kurz einen Spieler auf den Transfermarkt stellen, den ich mit meinem ersten Account kaufe. So transferiert man übrigens Coins oder hat die Möglichkeit. Ich stelle einfach irgendeinen Spieler, der wertlos ist, auf den Transfermarkt für irgendeinen Preis, wie viele Münzen ich halt verschippen möchte. Und dann kaufe ich den mit meinem ersten Account und bums, habe ich hier halt Münzen mehr. Gar nicht so kompliziert, oder? Und gehen wir mal hier. Ich glaube 9.000 oder sowas war ein guter Sofortkaufenpreis für ihn. Naja, finde ich aber keinen. Finde ich keinen. Habe ich einen Fehler drin? Nein. 9.5. 9.5, das günstigste. Und dann gucken wir nochmal hier wegen sofort kaufen, wegen bieten. Was wir da so für Optionen haben. Was wir da so für Optionen haben. Gehen wir mal auf 9 hoch. Dann läuft er bald aus, aber naja, er auch. Er hat, glaube ich, viele Verträge, ne? 67, genau. Deswegen wird er wahrscheinlich noch mal ein bisschen teurer. Okay. Ja. Ja, er ist auch noch mal recht interessant mit 56 Verträgen. Er 94 ist auch recht interessant. Okay. Ich bekomme langsam gerade Hunger. Und ich muss auf Toilette. Aber okay. Damit muss ich jetzt mal klarkommen. Weil nämlich, glaube ich, gleich Spieler auslaufen werden. Debuchy wurde mir für 57 weggeschnappt. Er dauert noch 3 Minuten. Den warten wir nochmal kurz ab. Und dann gehe ich vielleicht nochmal kurz
auf Toilette. Das werde ich aber dann rausschneiden. Also ich, nicht, dass, nicht, weil ihr es hören würdet oder sowas, sondern weil ihr natürlich jetzt hier nicht dann warten müsst auf mich. Wobei, eigentlich kann ich noch ein bisschen rauszögern. Sorry, dass ich euch mit so einem Off-Topic-Scheiß-Gelaber irritiere. Gut, Debussy. Oh, jetzt fängt ja wieder einer an mitzubieten. Lasst den mir doch einfach. Sehr schön, jetzt. Warum haben die alle 80 Fitness? Ich verstehe es nicht. Hätte ich mir auch einfach für 750 kaufen können? Lass es doch jetzt einfach. Ja. Ja. Sehr schöne Geschichte. Nein, geht natürlich wieder nicht. Müssen wir es nochmal so machen. Jetzt klappt es, sehr schön. Und dann sehen wir gleich mal die Übersicht, wer uns noch fehlt. Es dürften jetzt noch 3 Spieler sein. Guck mal ganz kurz, wie lange schon die Folge läuft. Oh, schon wieder 36 Minuten. Uiuiuiui. Aber neigt sich ja langsam dem Ende. Torhüter haben wir. Diego Lopez. Rechtsverteidiger haben wir jetzt auch. Debussy. Oh ne, Gebre Selassie natürlich nicht. Aber den werde ich ja auch nochmal auf die Bank stellen. Debussy. Und dann fehlen mir noch genau die 3 Spieler, richtig. Und dann fügen wir nochmal einen 4-1-2-1-2-Manager hinzu. Haben wir ja. Und ja, hier ungefähr 9.000, 8.000 sind 17.000 und dann hier nochmal 25.000 sind 35, nee, sind, scheiße, 42.000. So, und ich habe momentan 17.000, das heißt, ich brauche genau die 25.000, die, nee, warte mal, doch, genau, die 25.000, die ich dann von meinem ersten Account rüberschieben werde. Gucken wir mal ganz kurz, wie viel Zeit ich noch habe. 50 Sekunden. Aber... ja, scheiße. Das war einer, wo ich spekuliert habe, dass ich den richtig günstig bekomme, weil er irgendwie vorhin noch bei 3.000 oder sowas stand. Natürlich schade. Natürlich schade. Schade, schade, schade. Also irgendwie 9.000 kann ich locker bieten, aber danach wird es dann auch irgendwie schon wieder grenzwertig. Ja. Und ich habe das Gefühl, die gehen irgendwie rüber über den Preis, den ich jetzt gerade bereit bin zu zahlen. 9.1 machen wir doch schnell fix und dann werde ich mal ganz kurz einen Spieler von mir auf den Transfermarkt stellen. Ich denke, ich werde jetzt nicht Ben Affar bekommen. Ach du Scheiße. Die haben wir noch gar nicht mit reingerechnet, aber die bekomme ich natürlich jetzt so schnell nicht los. Ah. Die kann ich mal ablegen, weil ich sie nicht verkauft bekomme. Habe ich jetzt schon mehrfach draufgestellt, weil ich nicht verkauft bekommen. Und dann habe ich jetzt, ja, also ich denke 25.000 sollte ich schon planen mit. Und dann werde ich jetzt hier mal einen Bronzespieler hinzufügen, den ich dann jetzt hier an meinen ersten Account verkaufen werde. Ist halt wichtig, wenn man da auswählt. Nicht, dass man jetzt hier einen Koreaner nimmt, der bei mir im Team spielt. Das wär bitter. Nehme hier den... ui, der hat aber einen richtig geilen Namen. Ja, ist klar. Dass die Freude bereite ich euch jetzt nicht, dass ich diesen Namen ausspreche. Oder dass ich es probiere, ihn auszusprechen. Von aussprechen ist man dann bei mir noch weit entfernt. Nee, nicht Auktionssuche. Tauschstapel. Tauschstapel, richtig. Und, ah, ja. Hä? Nee, das ist ein Anzeigefehler, oder? Habe ich den schon mal probiert zu verkaufen? Okay. Nee, das ist ein Anzeigefehler gewesen. Das muss ein Anzeigefehler gewesen sein. Ich meine, bei 25.000, da haben wir auch noch das Problem, dass wir die 5% Fee bekommen, oder die 5% Gebühr. Ich rechne mal ganz kurz aus, wenn ich hier 25 verkaufe. Mal 0,05. 23,75. Ah, gehen wir mal ein bisschen. Gehen wir mal auf. Auf 26.000. Das ist natürlich das Problem, wenn man Münzen drüber schieben möchte. Dann hat man immer die 5% Gebühr zu tragen. Muss natürlich auch einen Sofortkaufpreis einstellen.
Und ich muss mir merken, wer das ist. Aber für 26.000 kann ich mir ja auch merken, sofort kaufen. Aber ich guck mal ganz kurz, das ist ein Serbe, glaube ich. Upsala, falsche Richtung. Nation Serbien, genau. Damit weiß ich eigentlich auch schon genug Details. Und jetzt schauen wir mal ganz kurz, Ben Affar scheine ich nicht bekommen zu haben für 9.100. Ach, was mache ich denn? So. Ben Affar von 9.3 ausgelaufen. Oh, Götze. Aber ja, da hat er wieder viele Verträge. Und die 6 Minuten. Werde ich wahrscheinlich so machen. Ja, ich werde es euch gleich erklären, nachdem ich hier mit Götze mitgeboten habe. Oder bei Götze mitgeboten habe. Dauert noch einen Moment, dann können wir hier einsteigen. Oder werden einsteigen. 89 Dribbling ist natürlich nice. Ja. Oh, zack, mal hier 9-3 drauf geboten. Und das kann von mir aus sehr gut und gerne jetzt einfach mal durchlaufen. So einfach so 9 Sekunden, 8 Sekunden runter und dann schön bei mir. Nein, natürlich nicht. Wie gesagt, ich denke, ich werde jetzt nochmal so bis 9, 8 oder sowas mitgehen können, aufgrund der Verträge. Ja, vielleicht sogar mehr, 10.000 vielleicht sogar. Und dann merkt man schon, dass es auch mit Ben Affar gleichzeitig oder zeitgleich recht knapp wird. Weil den bekomme ich für 9.000 und das wird echt, wäre dann echt eng. Jetzt machen wir nochmal von 9.9. Und ansonsten, hoffentlich, weiß ich gar nicht, ob ich den jetzt hier unbedingt haben möchte, weil ich mir dann Ben Affar nicht zwingend leisten kann. Okay, dann biete ich jetzt hier auf ihn mit. Und 10.000 hat jetzt einer geboten, der nächste Schritt ist dann 10.25, das ist dann halt eng und dementsprechend wird es halt nicht geboten. Und vielleicht bekomme ich ihn jetzt hier für 9.2, das wäre natürlich auch super. Ach, meine Fresse. Nee, das ist mir jetzt nicht wert. 9.5 komme ich auch sofort kaufen. Und das ist halt Quatsch, wenn er nicht super viele Verträge hat. Okay, ich werde jetzt hier mal Pause machen. Ich werde einen Cut machen, den ihr hoffentlich dann wieder nicht merkt. Aber ihr werdet hier sehen, dass sich ein bisschen was getan hat. Ich werde mich beim anderen Account anmelden, meinen Spieler kaufen und wahrscheinlich vorher noch, wobei, ich werde zwei Cuts machen. Ich werde jetzt einmal kurz schnell auf Toilette gehen, dann komme ich zurück, werde Ben Affar hier vielleicht kaufen. Danach werde ich mich ummelden und die Münzen rüberschieben. Also ich mache hier einmal einen kleinen Cut und danach geht es dann gleich weiter. So, willkommen zurück und ja, jetzt läuft hier gerade Ben Affar aus, den habe ich nicht bekommen, 9.5 war der Preis. Schauen wir mal, ob wir Ben Affar bekommen. Hier richtige Formationen, ganz ordentlich Verträge. Leider nicht ganz so günstig, wie ich vielleicht mal kurz drauf gehofft habe. Aber wenn er in der richtigen Formation und richtigen Position jetzt reinkommt und dann auch ein paar Verträge hat, dann ist das auf jeden Fall ganz in Ordnung. Und den Götze hier, oh, der läuft auch gleich aus. Das ist natürlich jetzt interessant. Den kann ich jetzt gerne bekommen für 8.9, das wäre super. Und dann den Götze. Na, scheiße. Ah. Das könnte interessant werden. Boah, für 9.1 habe ich bekommen. Gute Verträge, das passt. Und den für nochmal für 9.1, das wäre natürlich auch klasse. Viel höher kann ich nicht gehen, wie ihr rechts oben seht. Ich habe nur noch jetzt 400 Münzen übrig. Aber, boah, 9.5 ist es halt nicht wert, wenn er nur 12 Verträge hat. Alles klar, dann habe ich jetzt Ben Affar schon mal auch bekommen. Ich werde jetzt hier schnell mich beeilen, damit ich rechtzeitig zurück bin, um vielleicht bei dem Götze wieder mitbieten zu können oder bei dem oder schnell ihn, oder einen Piqué kaufen zu können. Also, dann machen wir jetzt einen weiteren Cut, aber das dürftet ihr auch wieder nicht merken. Von daher bin ich kurz raus, um meinen Spieler für 26.000 Münzen zu kaufen. Bis gleich. So, willkommen zurück. Ich bin auch ziemlich dumm, wie ich mal wieder gemerkt habe. Ich brauche gar nicht den Account zu wechseln, sondern ich hätte einfach schnell nebenbei in der Web-App den Spieler kaufen können. Ist mir dann irgendwann aufgefallen, während ich mich gerade umgemeldet habe und habe dann schnell wieder Kommando zurück und habe es dann schnell über die Web-App gekauft. Von daher war jetzt die Pause nicht ganz so lang.
Und ich schaue jetzt mal ganz kurz zwei Sachen noch nach. Es fehlen mir jetzt noch zwei Spieler, nämlich Piqué und Mario Götze. Und ich werde jetzt mal ganz kurz nochmal schauen nach Piqué, weil nach dem habe ich jetzt am längsten nicht mehr gesucht, ob ich den vielleicht jetzt hier irgendwie günstiger finde als 25,5 über ein Sofortkaufen oder über Auslaufen von übers Bieten. 25,5 gehen wir nochmal hier ein bisschen höher. Finde ich natürlich jetzt wieder jede Menge Piqués, nicht Puyols dabei. Oh, das ist vielleicht schon ein bisschen zu hoch, aber so. Ah, hier, guck mal hier. Da haben wir einen. Na gut, den habe ich. 25, genau. Ich mache nochmal ein bisschen niedriger. So. Habe ich jetzt hier ein Piqué, also für 25? Das ist der günstigste. 25. Hat auch ganz gut Verträge. Also jetzt nicht boah, überragend, aber zumindest ein paar. Ich mache mal schnell zurücksetzen, weil das geht, glaube ich, schneller, als jetzt die beiden Zahlen darunter zu setzen. Und dann schauen wir nochmal, ob hier vielleicht auch einer demnächst günstig ausläuft. Wobei ich jetzt langsam so in der Stimmungslage bin, auch von der Folgenlänge her, dass ich sage, ich kaufe den jetzt einfach für 25, anstatt jetzt nochmal 20 Minuten zu warten, bis da einer günstig ausläuft. Machen wir jetzt mal hier. Ja, 23,5 schaut doch ganz gut aus. Und zeitnah läuft da keiner günstig aus. Nee, gar nicht. Dann mache ich es jetzt so, dass ich ihn jetzt kaufe für 25.000. Ah, aber er läuft halt für 20. Aber nee, ich kaufe den jetzt einfach für 25. Ups. Bam. Und dann kaufe ich jetzt noch schnell Götze und dann sind wir fertig. Dann spielen wir nämlich auch gleich nochmal eine Partie mit dem Team. Da sind nochmal zwei Götzes hier in 2 Minuten. Und auch hier checken wir jetzt nochmal hier den Sofortkaufenpreis ab, den es momentan oder halt den es beim Götze so gibt. So. Zack, zack ab. Und dann jetzt Dortmund. Und hier Höchstpreis. Ha. Oh. Ich habe nur noch 9.400. Habe ich mich ein bisschen verkalkuliert, wie ich gerade merke. Eieiei. Aber ich finde jetzt hier gerade zumindest schon mal einen. Ist es? Den kaufe ich mir. Hallo. Boah, Alter, ist das jetzt. 114 Münzen habe ich jetzt noch übrig. Alter, das habe ich aber ganz schön knapp kalkuliert. Nachdem ich jetzt alle Spieler zusammen habe. Ach. Das ist natürlich interessant gewesen, aber jetzt habe ich den doch auch mit ganz gut Verträgen bekommen. Das finde ich gut. Und dann noch hier schnell den Ben Arfa auch dem Team hinzufügen. Und dann sind wir durch. Dann sind wir durch. Haben es geschafft und dann werden wir jetzt direkt eine Partie spielen. Ich hoffe, es gibt jetzt keinen, der super wenig Fitness hat, bis auf meinen Außenverteidiger, weil die gab es ja nur. Also hier sieht man nochmal, ich habe natürlich jetzt beim Tauschstapel habe ich jetzt einen verkauft. Oh, Bronzespieler für 26.000. Uiuiui. Da habe ich wohl Glück gehabt, dass da jemand so nicht wirklich informiert war. Und dann füge ich jetzt hier noch schnell Piqué hinzu. Und Götze. Und dann noch Ben Arfa. Sehr schön. Jetzt haben alle 9 Chemie. Boah. Was ist denn hier los? Das kann nicht sein, oder? Genau, also auch er hat 9 Chemie. Robinho, hat halt nur 5. Scheiße, stimmt. Habe ich nicht quasi die richtige Position. Und dann Marco Reus sollte auch bei mehr als 4 sein. Ich denke mal 7. Ja. Und dann fügen wir jetzt auch schnell die restlichen Spieler hinzu. Die vom Bundesliga-Team. So. Das kann auch nochmal kurz ein Weilchen dauern. Und danach werde ich auch nochmal kurz Teams wechseln, damit es auch von der Spielengine erkannt wird, dass jetzt hier die Bundesliga-Spieler korrekterweise auf der Bank sitzen.
Und dann sind wir mal gespannt, ne, wie das Team sich spielen lässt. Götze hat ein bisschen wenig Fitness, sehe ich gerade, aber für eine Partie sollte das nochmal irgendwie klar gehen. Es geht halt jetzt gerade nicht anders, weil ich habe nicht mal Geld, um mir eine Fitnesskarte zu kaufen. Richtig geil. Und dann machen wir jetzt nochmal hier so K-League ausgewählt und dann gehen wir nochmal hier zurück. Und spielen jetzt ein Spiel mit diesem Team. Ich gebe euch jetzt nochmal gleich einen Überblick. Aber ihr habt jetzt ja die Spieler, sage ich mal, ausführlich auch kennengelernt. Hybrid. Und dann sehen wir jetzt nochmal hier. Also der Sturm mit Pato und Reus. Beide, also 89 Tempo. Und hier dribbeln beide 83, 84 ist gut. Dann hier Mario Götze. Robinho und Ben Arfa auf dem Flügel, beide mit 5 Tricksternen. Khedira, der Abräumer, kriege ich gerade nicht ausgewählt. Dann die Die Innenverteidigung mit Pepe und Piqué und Dibichi und Coentrao hier als Außenverteidiger und der Torhüter Diego Lopez. Egal, dann legen wir los, suchen uns den Gegner. Das Team hat eine 83er Durchschnittswertung. Und ist jetzt nicht überragend, aber ich bin gespannt. Ich denke, es dürfte sich ganz vernünftig spielen lassen. Dilko, das Team heißt Dilko, er heißt Dilko. Und er hat ein BVB-Logo. Wird wahrscheinlich Bundesliga-Team haben, oder? Nee, BBVA, Higuain im Sturm, David Villa und Sanchez hinter, ja, sagen wir mal, auf den ZOM-Positionen, wo sie nicht sehr gerne spielen. Das ist nicht ganz optimal. Er sollte sie auf LM verändern oder auf RM, dann würden sie wenigstens die Position ein wenig mögen. Und danach hier Modric und Busquets und Alonso das Mittelfeld. Also so wirklich das zentrale Mittelfeld quasi. Egal. Ich habe jetzt gar nicht mehr geschaut, wer in der Innenverteidigung steht, aber ist ja Wurst. Ich hab mal Ben Arfa. Oh, das ist aber faul. Hallo? Ben Arfa habe ich am Ende von FIFA 12 im Ultimate Team als Inform gehabt und der war mega geil. Also den fand ich richtig heftig. Der Typ hat einen richtig geilen Finesse-Shot gehabt. Sehr schön. Aber das ist ja jetzt in FIFA 13 nicht mehr so Bombe, Finesse-Schüsse auszupacken. Hier, Ben Arfa startet durch. Schon mal schön. Ganz vernünftige Ballannahme. Machen wir mal so ein... Oh, das verteidigt er gut. Hat er sehr gut verteidigt, hat abgewartet. Und deswegen hat es nicht geklappt. Hat auch PP in der Innenverteidigung, wie ich es gerade gesehen habe. Scheiß Ballername hier von Götze. Dann habe ich direkt den Einwurf gewastet. Da ist Khedira da. Spielen wir den. Oh, in den Rücken von Götze. Aber Götze sind nah. Oh. Das war eben gar nicht Götze, der. Ja, sehr gut. Genau, ich wollte einen Flankenwechsel mal ansetzen. Genau in der Situation. Das war, weil ich grätschen wollte, so wie hier. Es war eben gerade gar nicht Götze, der den Ballername verkackt hat, sondern es war Reus, wenn ich jetzt nicht vertue. Der Gegner spielt, finde ich, glaube ich, ganz vernünftig. Es könnte ein schweres Spiel werden. Ja, der Pass ist sehr gut. Und den, ja, das ist jetzt hier. Oh, warum schießt der denn nicht rein? Was ist denn mit dem los? Krass, wie unplatziert. Den muss er natürlich machen. Boah, dann lasse ich den so gut im 1 gegen 1 aussteigen. Den Verteidiger, bin komplett frei bei 10 Metern oder sowas und dann kriegt er das Ding nicht untergebracht. Was? Oh, wie wenig gefehlt hat. Aber hier, Reus jetzt nach. Und den ziehen wir mal in die kurze Ecke. Boah, starkes Finish. Richtig guter Schuss. Lässt er mir einfach zu viel Raum und hat wirklich so 2 Meter Abstand und die waren dann einfach zu viel, sodass ich dann einfach schön in die kurze Ecke flach reinschieben konnte. Oder nicht reinschieben, reinschießen. Ja, da spielt er mit meiner Verteidigung Doppelpass. Oder meine Verteidiger spielen da Doppelpass und lassen mal schön prallen. Machen wir wieder so einen langen Ball auf Pato. Könnte wieder kommen. Und jetzt hier in die lange Ecke. Boah, Pfosten, ma. Aber hier starke Grätsche. Komm, Flanke. Komm, und der Kopfball. Oh, warum fliegt der da nicht rein? Das gibt's doch gar nicht. Also Pato jetzt hier schon 3 Dinger hätte er machen müssen oder können. Boah. Oh, das könnte Foul geben. Foul oder Einwurf? Foul. Macht er schnell vielleicht? Ja, sehr schön. Ah, der Glück. Aber Reus jetzt nach. Den spielen wir jetzt hier lange auf Pato, aber er kriegt ihn wieder abgelaufen. Aber dann... Jetzt kurze Ecke. Und das ist der vierte.
Und das könnte, aber gibt keinen Elfmeter. Ja, also da habe ich jetzt wahrscheinlich die falsche Ecke gewählt mit Pato, aber ansonsten... Ja, Pato jetzt hier sehr viele Chancen schon, die er nicht nutzen konnte. Schön abgefangen. Spielen wir auf Reus. Und den ziehen wir mal in die lange Ecke. Oh, toll, dass da. Also bis jetzt läuft es sehr gut, finde ich zumindest, was die Offensivanteile bei mir betrifft. Sehr viele Chancen. Ich habe leider keinen guten Freischussschützen. Ich kann Reus natürlich, aber den würde ich lieber eigentlich jetzt hier vorne drin haben, damit er vielleicht ein Kopfballduell gewinnt. Ja, vielleicht da? Ja. Boah, das war grenzwertig. Spielt er sehr direkt. Und dann ist der Ball weg. Aber, boah, hätte er fast noch nachsetzen können. Legen wir hier so durch, auf Götze. Oh, falsch. Ich habe eben gerade aus Versehen nochmal schnell L1 gedrückt. Nee, L1 gedrückt? Habe ich L1 gedrückt? Ja. Okay, also der Gegner spielt jetzt gerade doch schwächer, als ich es am Anfang gedacht hätte. Oh, hier die Flanke jetzt auf Pato, die kommt. Die kommt, komm, komm, komm. Ah, da war der Verteidiger aber auch dann gut gestanden. Kann ich verstehen, dass er das Duell jetzt nicht gewinnt. Schön. Stark. Das ist immer eine gefährliche Situation, wenn man da drauf geht, hat man häufig das Problem, dass Pippe dann am Ball vorbeigeht und der Gegner komplett frei durch ist. Deswegen mache ich es nicht so gerne. Oh, scheiße. Aber hier starke Grätsche von Khedira. Leider reicht es nicht für die Balleroberung. Würde er durchstecken wollen und dann... Sehr gut. Abgefangen. Reus sehr tief stehend hier jetzt gerade und dann in der Ballverteilung nicht optimal. Machen wir hier breit. Und jetzt ziehen wir mal. Oh, ich muss mal. Oh, ja, ist noch. Oh, habe ich nicht mit gerechnet. Ich muss mal schauen, was Ben Arfa für einen starken und schwachen Fuß hat und wie viele Sterne. Schön. Ach, ist ärgerlich, dass ich nur 1-0 gerade führe. Weil. Der Gegentreffer kann immer fallen. Der Pass war gut gedacht. Aber dann hat er so nicht funktioniert. Knapp. Hier war vielleicht auf Götze, genau. Ja, kurze Ecke. Oh, der Kretscher noch ganz schön hart rein. War schwer. Dann machen wir mit Götze dann auch. Oh, Götze pumpt schon ganz gut. Schade. Aber die nächste Ecke. Also hier, wenn man sich mal den Ausbauarbeiten von Götze anschaut. Ja, ist schon weniger als die Hälfte. Machen wir mal etwas länger vielleicht auf Pato. Oh, kommt ganz schön hart vors Tor. Toll, der geht nicht raus. Nehmen wir zurück und dann pfeift er jetzt ab der Halbzeit. Und ich schaue mir jetzt mal ganz kurz... Ah, nee. Halbzeit ist noch nicht. Sondern es gibt Freistoß. Ich weiß nicht ganz genau wieso, aber... Ist halt so. Kann ich auch nicht ändern. Nee, das war nix. Aber, boah. Ganz schön krass. Foul. Ja. Und dann mache ich mal hier mit Reus einen rein. Und überlegen wir erstmal, was er mit der Mauer macht. Mhm. Ja, den schießen wir mit Reus rein, oder? Oder wollen wir mal eine Freistoßvariante machen? So. Warte. Oh, ich wollte ihn noch kurz auf Reus spielen. Und nicht auf den anderen da. Komm, nee. Das ist hier nichts. Da kann Modric Starter das Tempo nicht dafür, um so an PP vorbeizukommen. Ja. Oh, nee. Das war ein bisschen optimistisch. Da die Chance zu suchen, da so durchzutribbeln. Habe ich gerade nicht richtig gezielt anscheinend bei dem Freistoß-Variante, weil ich habe es gesehen, der Reus hatte da ja gar keinen Gegenspieler zugeordnet und dann kommt er da komplett frei bei 10 Metern zum Abschluss und das ist halt geil. Leider hat es nicht geklappt, weil ich anscheinend so ungenau gepasst habe. Nee, das war nix, das Tackle. Und jetzt kann er nochmal langsam zur Halbzeit pfeifen. Gut wohl. Komm. Ja, jetzt kann er mal laufen lassen. Gut.
Ich denke, recht starke erste Halbzeit, aber in der Chancenverwertung sehr, sehr schwach von mir. Aber auch Pato ein bisschen fragwürdig, um es mal so zu formulieren. Schauen wir mal ganz kurz an, wie es bei Benafar ausschaut mit starken und schwachen Fuß und so weiter. Oh, das ist... Also linker Fuß, das ist gut, das gefällt mir. Vier auch auf dem schwachen, das ist auch sehr gut. Und ansonsten haben die eigentlich alle vier Sterne auf dem schwachen Fuß, oder? Ja. Das ist immer sehr gut. Dann ist man sehr flexibel, was die Abschlüsse betrifft. Ist gut zu wissen. Oh. Ich habe Götze nicht ausgewählt. Khedira ist da, sehr schön. Schlechter Pass von mir. Habe ich nicht richtig ausgerichtet, deswegen kommt er nicht. Machen wir es mal so. Ja. Pato jetzt durch. Das muss es dann halt auch sein. Da habe ich jetzt so viel Zeit, den Abschluss vorzubereiten. Und ich schaue halt, was er macht. Und dann suche ich mir den Augenblick, um abzuschließen. Ist dann recht einfach. Ich meine, ich kann auch irgendwie rumsweaten, aber das ist dann noch in der Situation nicht notwendig. Wenn er mir so viel Zeit lässt. Boah! Hat nicht viel gefehlt, ich hätte ihn durchlassen können und dann wäre ich mit Reus wieder durch gewesen. Flankenwechsel, weil es hier gerade sehr eng ist. Ja, er geht nicht rauf, lässt mir sehr viel Raum. Spielen wir mal steil auf Götze. Ja, die Luft ist ein bisschen eng bei ihm. Zieh mal außen. Ah, kriegt er gut abgefangen. Aber fast dann mir in die Füße geworfen. Finde ich immer ganz klasse. Komm, setz mal nach. Ah, geht vielleicht noch was. So, jetzt wird er einen Doppelpass ansetzen. Steckt er durch, aber nicht dran. Ja, ist kein Elfmeter, richtig. Oh, ist gewagt, der Abwurf, merke ich gerade. Guck mal, die Flanke auf... Ach du Scheiße, das sollte eine Flanke werden auf Reus. Ich habe extra noch L1 gedrückt, um die frühe Flanke zu aktivieren. Ist nicht gekommen. Oh. Schön. Au, oh, faul. Nee, gibt er nicht. Schade. Ja, ja, ihr flamet mich wieder, dass ich so viel faul fordere. Und so. So, jetzt kannst du nochmal brenzlig werden. Geh mal raus hier. Schön. Schön von Pepe abgelaufen. Aber dann, ja, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen beim Rausspielen, wie ihr gerade seht. Ja, das wird ein Tor. Scheiße. Überflüssig. Komplett überflüssig. Aus dem Nichts heraus kriegt der Gegner jetzt hier das Tor von mir geschenkt. Kommt gut. Oh, die Ballannahme ist grenzwertig. Und der Abschluss dann aber auch. Also hier sieht man gerade die Ballannahme. Ich habe nicht nach hinten gedrückt. Er vertändelt da fast den Ball. Aber der Dropkick ist dann richtig nice. Und senkt sich richtig schön. Und dann irgendwie doch unhaltbar für den Torhüter. Oh, und ich denke, sehr einfach schön gespielt auch. Das war eigentlich fast nur mit meinen beiden Stürmern gespielt. Und der hat ja immer Probleme. Ist mir auch schon aufgefallen. Ach, du Kacke. Nein! Boah, stark gefangen von Diego Lopez, hallo? Er hatte Probleme bei den NNs plus 3x Pässen, fällt mir auf. Die Bichi, na, er wäre fast ins Ausgelaufen. Jetzt läuft der Gegner ins Aus. So. Geh mal an hier, ja. Komm hier direkt rein. Dann kannst du nochmal einen ran. Schnell hier so. Haben wir hier L1 plus Dreieck? Ah, scheiße. War dann direkt zu nah dran mit deinem Gegenspieler. Oh, habe ich einen Stellungsfehler drin in der Abwehr. Zum Glück. Oh, da vertribbel ich mich. Das habe ich. Da war gerade eine richtig gute Spielsituation eigentlich, aber ich verzock mich.
Super. Hey, Taz, richtig gut getrickst. Hast du den Trick gemacht, sodass du in den Gegner reinläufst? Richtig gut. Es wird jetzt alles hier eng. Oh, ich wollte einen Rabona-Fake machen, aber pass auf hier. Kurze Ecke, Tor. Ah, Außennetz, der Winkel war leider zu spitz. Komm mal kurz hier. War nicht ein sonderlich schönes Solo hier gerade mit Robinho. Gehen wir mal so durch. Ah, scheiße. Nee, zu optimistisch dieser Pass. Ja. Ah! Mann, kriegt er noch den Mann dazwischen? Muss ich vielleicht nochmal einen aussteigen lassen? Schade. Es ist bis jetzt nur 3 Tore, ist ein bisschen mager. Wie schlecht dieser Pass ist. So ideenlos, so stumpf. Viel zu stumpf, viel zu stumpf, diese Idee, da einen Dreieckspass zu spielen. Ah, es gibt... Nee. Ich dachte kurz, der Schiedsrichter würde zum Elfmeterpunkt laufen. Jetzt fehlt er mir. Der eine hat sich dann nämlich verletzt. Oh, wie wenig wieder gefehlt hat, bis ich da durchgekommen wäre. Nicht so sonderlich gut. Mein Tricksen oder meine Sololäufe in dieser Partie gefallen mir nicht so wirklich. Und da konnte ich ihn gut abdrängen und der Schiedsrichter pfeift dann das Spiel ab. Ha, ja, ein bisschen ärgerlich, dass es nur bei 3 Toren geblieben ist. Da waren auf jeden Fall mehr Dinger drin. Und dennoch denke ich, ja, also ich denke von den Statistiken her dürfte es recht überlegen sein. Ja, geht schon. Also Ballbesitz ist jetzt nicht bei mir, aber Schüsse, da war mehr drin. Ich hatte ein paar gute Abschlüsse oder ein paar gute Situationen, die ich nicht so gut ausgespielt habe. Aber... dennoch sieht es ja ganz gut aus. Jetzt 5 Siege, 1 Unentschieden. Bis jetzt eine ganz souveräne Saison. Die Spiele werde ich eigentlich ganz gut gestalten können. Das eine Unentschieden mit meinen Koreanern, aber die haben auch schon 2 Siege eingefahren. Und dann würde ich sagen, habe ich jetzt auch hier dieses Teambuilding hinter mir. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Es ist auf jeden Fall recht reizvoll, jetzt recht zeitnah auch die Meisterschaft zu gewinnen, damit ich mir auch wieder mal was leisten kann, weil 700 Münzen sind ein bisschen wenig. Aber das werde ich dann in der nächsten Episode machen. Ich denke, ich kann mir gut vorstellen, dann mache ich mal wieder eine Doppelfolge. Ein Spiel mit der K-League und ein Spiel dann nochmal mit dem ersten Team. Also ich habe halt Bock auf das K-League-Team. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es macht mir irgendwie Spaß, mit denen zu spielen. Und ich glaube, euch macht es am meisten Spaß, wenn ihr merkt, dass ich Spaß beim Spielen habe. Gut, das werde ich jetzt wahrscheinlich noch schnell aufzeichnen, dann, weil ich ja das Wochenende unterwegs bin und euch dann schön mit Videos versorgen kann. Freut euch drauf. Ich weiß, ich denke mal, das Wochenende unter Umständen ist schon vielleicht vorbei, wenn dieses Video hier kommt. Dann wundert ihr euch jetzt gerade. Aber habt dafür Verständnis und haltet euren Kasten sauber. Euer Tess.